Professor. Vielen Dank, Herr Lucke, für die EKR. Professor Lucke. Ja, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier erschienen sind und uns Ihre Vorstellungen dargelegt haben. Ich würde mich dem Wunsch der Kollegin, die vor mir gesprochen hat, anschließen nach etwas mehr Konkretion und möchte hier zunächst einmal eingehen auf die Sorgen, die ich habe in Bezug auf die Regeleinhaltung in Europa. Wir haben ja den Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen erhalten und dabei festgestellt, dass sehr viele Empfehlungen nicht oder nicht befriedigend umgesetzt worden sind, insbesondere in einigen Staaten, die ohnehin eher zu den Problemstaaten gehören, ist die Erfüllung der Empfehlungen als unzureichend einzuschätzen. Zweitens sehen wir, dass es Tendenzen gibt, die Regeln aufzuweichen, beispielsweise dadurch, dass die Definition des Bruttoinlandsprodukts ausgeweitet wird und neue Komponenten umschließt, wie beispielsweise Forschungs- und Entwicklungsausgaben, andere Ausgaben bis hin zu der Anrechnung von Leistungen aus der Schattenwirtschaft. Wir sehen auch, dass es in einzelnen Staaten die Versuche gibt, Defizite dadurch kleiner zu rechnen, dass Ausgaben in Schattenhaushalte verlagert werden oder dass man in Form von Public-Private Partnerships versucht, Investitionen, für die eigentlich Staatseinnahmen verwendet werden, zu verlagern in die Tätigkeit privater Unternehmen. Wir stellen fest, dass die Niedrigzinspolitik Anreize dazu setzt, sich höher zu verschulden, als es möglicherweise sinnvoll ist, dass also weitere Verschuldung begünstigt wird durch das makroökonomische Umfeld, was wir zurzeit in Europa und weltweit mit der finanziellen Repression haben. Und dann kommt gleichzeitig noch der Ruf nach einer flexiblen Auslegung der Regeln, verbunden beispielsweise eben auch mit den Forderungen, dass bestimmte Formen von Investitionen nicht mehr auf das Defizit angerechnet werden. Ich halte das für falsch und gefährlich, an dieser Stelle jetzt nachzugeben und dieser Aufweichung Raum zu geben. Auf der anderen Seite sehe ich genau diese Signale. Herr Juncker hat sich in dieser Form geäußert Sie selbst haben eben gesagt, die Regeln sollten langfristig genutzt werden. Meine Frage ist, bedeutet das, dass Sie auch der Auffassung sind, dass man sozusagen die kurzfristige Bindungswirkung der Regeln eher außer Kraft setzen sollte zugunsten eines vermuteten oder erhofften langfristigen Effekts und damit sozusagen, dass Sie damit sozusagen den Ruf nach flexibler Interpretation der bestehenden Regeln unterstützen? Thank you very much for your questions, which are very rich. Vielen Dank für diese sehr umfassende Fragestellung. Angesichts der knappen Zeiten will ich zwei Punkte herausgreifen. Lassen Sie mich zunächst einmal ganz klar sagen, dass ich glaube, dass eine absolute Transparenz der statistischen Daten entscheidend ist für die Gestaltung der Wirtschaftspolitik und ihre Umsetzung. Sie haben die jüngsten Revisionen angesprochen, beziehungsweise die anstehende Revision der BIP-Berechnung. Das ist natürlich Teil einer statistischen Übung, die davon ausgeht, dass es gleiche Regeln in allen Mitgliedstaaten geben muss. Das ist die Voraussetzung. Die kreative Bilanzierung, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist etwas, was wir bekämpfen müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Wenn es zu Grauzonen kommt oder zu Verdachtsfällen, Misstrauen gegenüber den Bilanzen einiger Länder, dann schwächen wir dadurch die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Und dabei müssen wir doch Vertrauen schaffen. Deshalb müssen solche kreativen Bilanzen ausgeschlossen werden. Ich würde sie ausschließen wollen. Der zweite Punkt, den ich herausgreifen möchte aus Ihrer Frage, und danke, dass Sie es angesprochen haben. Ich habe davon gesprochen, dass wir Regeln brauchen mit einer langfristigen Perspektive. Ich will deutlich machen, was ich damit meine. Ich meine, wenn wir es ernst meinen mit den Strukturreformen, wenn Sie wirklich glauben, dass diese umgesetzt werden müssen, dann müssen wir von einer Tatsache ausgehen. Und Tatsache ist, Strukturreformen brauchen Zeit, bis sie Ergebnisse zeitigen.
Wenn im Strukturreformbereich die Bewertung eines Landes oder Beurteilung eines Landes stattfindet, sollte man berücksichtigen, dass Zeit erforderlich ist. Nicht ein Jahr, sondern 2, 3 Jahre, bis abzusehen ist, ob eine Reform richtig gestaltet wurde, beziehungsweise noch wichtiger, ob sie korrekt und ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Darum geht es mir. Und deshalb möchte ich uns alle auffordern, die Frage der Strukturreformen sehr ernst zu nehmen, aber ausgehend von den empirischen Daten, die wir haben. Und hier beziehe ich mich auch auf meine frühere Arbeitserfahrung, denn ich habe ja schon sehr viel in diesem Bereich getan. Thank you.